So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Da ja die Wundertüten-Videos bei euch immer wieder sehr gut ankommen und letzte Zeit die Soul-Luna-Wundertüten angeklickt werden, wie verrückt, habe ich natürlich hier noch welche und werde sie jetzt vor die Kamera öffnen. Und ja, das sind die älteren. Das sind die Soul-Luna-Wundertüten Nummer 1 für rund 4,99 Euro. Wie gesagt, die Soul-Luna-Wundertüten Nummer 1. Aber ich habe sie noch hier und ich möchte gerne noch sehen, was da drin steckt und euch natürlich zeigen. Deswegen habe ich nicht eine Wundertüte, nicht zwei, sondern drei Soul-Luna-Wundertüten. Werde ich jetzt natürlich nach und nach öffnen. Und ja, ich werde sie sorgfältig aufmachen, dass nichts zerstört wird. Fangen wir jetzt mal an. Ah, mit das erste. Oh, hatte ich auch schon angeboxt. Das sind die kleinen Zettelchen mit den drei Füllstiften. Aber es klebt ziemlich feste. Das heißt, ich gehe nicht sorgfältig damit um. Kriege ich die ganze Zeit immer Kritiken. Aber wer das Magazin kennt, das war das Magazin Nummer 3 2017 mit den Füllstiften. Packen wir mal weg. Und Nummer 2 habt ihr gesehen. Oh, das Magazin 2 2017 mit den Ketten. Letztes Mal hatte ich eine Wundertüte, da habe ich ja die Kette rausgeholt, ist die zerstört worden. Da wart ihr ja richtig böse drauf. Aber wenn es nun mal nicht lange hält, dann hält es nicht lange. Das ist einfach so. Das sind Gimmicks. Ich sage denn mal dazu Trompetenblech, weil sie ja wirklich ziemlich dünn sind. Und hier sind jetzt drinne, wie ihr seht, passt auf, ich werde sie ganz sorgfältig von der Tesafilm einfach abziehen. Wenn sie dabei kaputt gehen, dann war es das. Dann seht ihr selber. Natürlich jetzt alle Hardcore-Fans, die fangen an zu weinen, wenn es beschädigt wird. Aber es sind zwei Ketten. Oh, ich habe nichts gemacht und sofort abgebrochen, wie ihr seht. Daran könnt ihr sehen, was für ein... Aber ich habe da wirklich nichts gemacht. Mal gucken. Sofort beschädigt worden, der Mond. Also unschuldig. Ich würde sagen Trompetenblech. Aber diese Kette ist ja heil geblieben. Love, oh, mit den Steinen. Richtig witzig. Also hier kann ich wirklich nicht zu. Ihr habt es gesehen. Ich habe sie einfach nur rausgenommen und sofort beschädigt worden. Das heißt also, billiges Blech. Aber ich habe ja noch eine zweite und dritte Wundertüte. Vielleicht habe ich die Kette ja nochmal drin. Ihr kennt ja mein Pech. Und ihr schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, was ihr schon mal drin hattet, wenn ihr euch so eine Wundertüte gegönnt habt. Och, ich kann bald wieder richtig schön malen. Es sind immer dieselben Stifte, dieselben Blöcke. Also weg. Da müsste jetzt hier die Kette wieder drin sein. Oh ja, eine Kette schon. Aber eine andere. Das ist das Magazin Nummer 4 2017. Ah, eingerissen, weil der Silikonkleber so feste war. Schauen wir natürlich jetzt noch an. Aber ich bin ja sowieso immer sehr kritisch. Passt auf, das ist ja Stoff, kann nicht beschädigt werden. Ist natürlich ganz, aber jetzt ist es ein ganz normaler Tesastreifen, der nicht ganz fest ist. Und ihr seht jetzt, ob die Ketten was taugen oder nicht. Sie sind schon etwas stabiler. Sie sind ganz geblieben. Die beiden Ketten sind jeweils Rollschuh drauf. Kommen wir nun
zur dritten und letzten Zoll Luna Wundertüte Nummer 1 für 4,99 Euro. Als erstes wieder. Hey, die Buntstifte mit den Blöcken. Fallen schon raus. Sind hier auch schon seit 3.2017 drin. Also über ein Jahr. Schauen wir doch jetzt erstmal. Warum die überhaupt noch malen? Nein, die sind schon ausgetrocknet. Der Orange zumindest. Der Gelbe auch. Guckt mal, wie schwarz der ist. Komplett trocken. Also, jetzt natürlich das letzte Magazin. Ich hoffe, es ist mal wieder eine Kette. Eine andere. Nein, dieselbe Kette, die am Anfang beschädigt worden ist. Auch die testen natürlich jetzt. Vielleicht bleibt es ja diesmal. Ich werde sie nur wieder an die Kette nehmen und ziehen. Noch ist sie ganz. Ups. Oh, diesmal ist sie ganz geblieben. Aber ihr seht, oh, aber krumm. Also, meine Meinung, Trompetenblech. Aber müsst ihr wissen. Ihr schreibt natürlich alles in die Kommentare darüber. Und jetzt seid ihr dran. Tja, wer, ich sag mal, Soluna-Fan ist, wird sich die Wundertüten gönnen. Aber die Stifte, müsst ihr wissen, sind ausgetrocknet. Öffnen wir mal nächstes Paket, um zu schauen, ob die auch ausgetrocknet sind. Ist klar, sind auch schon über ein Jahr drin. Ja, sieht schon aus. Sind ausgetrocknet. Also, wer ausgetrocknete Füllstifte haben möchte, hier gibt es sie. Und die Ketten. Ihr seid Fans, ihr schreibt mir alles darüber in die Kommentare. Das war es jetzt von Soluna Wundertüten Nummer 1. Ist bei mir jetzt durch das Thema. Aber natürlich werde ich weiter Wundertüten-Videos machen. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.